Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boink und das ist Everspace. Eine kleine Runde Everspace spielen wir natürlich und wir müssen ganz viel Geld ausgeben. 4450 Takas können wir ausgeben. So, aber ich weiß noch nicht, in was wir investieren. Nanobot-Effizienz, System oder hier einfach in bessere Gegenstände. Das könnte man machen, oder? Kosten 2500. Komm, machen wir einfach mal. Bonusressourcen. Was kriegen wir hier? Verringert die Anzahl benötigter Ressourcen, um etwas zu bauen. Das ist gut, kostet 4000. Oder aber lässt dich jeden Lauf mit zusätzlichen Zufallsressourcen an Bord starten. Da müssen wir auch ordentlich investieren. Ich mache es nur einmal. Ich glaube, ich möchte erst noch für andere Sachen was ausgeben. Kosten 1000. Verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Schiffssysteme ausfallen. Haben wir schon einmal. Verringert die Kosten für eine Reparatur von Schiffssystemen. Ja, das sollten wir tun. Aber auch das ist sauteuer. 650 habe ich noch. Schaltet Gadget-Slots frei und schaltet Primärwaffen-Slots frei. Okay, die Hülle können wir nicht weiter aufrüsten. Hier können wir auch nichts aufrüsten. Sprungantrieb auch nicht. Na gut, dann würde ich sagen, geben wir hier nochmal 500 rein. So, und starten in Runde 5. Wow. Bist du bereit, anders an die Sache ranzugehen? Ja, besser vielleicht? Ah, natürlich. Wir sind Klone. Oh. Wir werden immer wieder geklont. Sehr gut. Habe jetzt Bonusressourcen gekriegt eigentlich? Ich gucke mal. Vielleicht Nanobots? Ne, die haben wir gerade eingesammelt. Aber ein Gadget-Slot haben wir noch frei. Was können wir denn hier bauen? Nein, nichts Spannendes. Was haben wir hier? Treibstoff nicht nötig. Ich springe einfach. Mittel, mittel oder gering? Mittel. Wie können wir mit dem Gamepad in die Außenansicht umschalten? Geht das überhaupt? Steuerung, Controller, Tastatur. So. Change Camera Y. Okay. Ungewohnt jetzt. Aber hat was, oder? Ist nicht so schlecht. Diese gigantischen Schiffswracks. Woher stammen die? Koloniale Schlachtschiffe, die während des Krieges von den Okka zerstört wurden. Solche Wracks sind überall in der entmilitarisierten Zone verstreut.
vor allem entmilitarisiert. Ich schalte mal wieder ins Cockpit, das ist irgendwie geiler. Ach komm, ich hole mir die noch. Das ist ein Jäger und ein Sammler. Neue Farbe freigeschaltet. Ich glaube, Everspace ist auch VR geeignet. Kann ich zwar selbst nicht testen, aber wenn ihr mal Bock habt, ist bestimmt cool. Ein Frachterwrack, da hinten ist wieder G&B. Die haben mich eh schon entdeckt. Dann los. Raketenabwehrdrohne. Mhm. Wir helfen aus. Obwohl, das schaffen wir auch alleine. Credits sind für mich einfach nur Zahlen. Nee, für mich nicht. Ich brauche die unbedingt. Kinderabwehrdrohne oder Schilddrohne? Ach, die brauchen wir jetzt nicht. Damit. Finde ich da noch rum? Achso, Frachterwrack. Drin. Boah, hat sich doch schon gelohnt. So, Endspurt. Das Licht hier rum. Auch nochmal. Nee, Gas. Hm. Nee, das möchte ich gerade nicht so. Also mit dieser finalen Version hat es echt auf den Punkt gebracht. Super spielbar. Arcade, Action ohne Ende. Und dann noch ein Stück Story dabei. Sehr geil. Es sind nur Drohnen.
Sprungantrieb gestört. Finde und deaktiviere den Sprungstörsender. Wo ist der verkackte Störsender? Jetzt will ich die Drohne hier wegmachen. Für eine entmilitarisierte Zone ist hier aber ziemlich viel los. Die entmilitarisierte Zone ist eine Grenze zwischen der Kolonie und den Ocker, die nach dem Krieg gezogen wurde. Der Puffer soll gelten, bis ein echter Friede geschlossen wird. Weil die Ocker den früheren Anspruch auf das Gebiet hatten, erhielten sie die Autorität in der Zone. Der Vertrag legt fest, dass die koloniale Flotte nicht anwesend sein darf, auch wenn hier koloniale Abbauinteressen verfolgt werden. Und dann sind da natürlich noch die Outlaws. Natürlich. Okay, das erklärt zumindest ein bisschen was. Wo ist der Kristall? Sind das Minen? So, aber den Störsender müssen wir ausschalten. Wo könnte das denn sein? Bestimmt da. Dieses Ausmaß der Zerstörung ist atemberaubend. Die Kämpfe ließen erst nach, als alle Ressourcen erschöpft waren, was beide Seiten an den Verhandlungstisch gezwungen hat. Die entmilitarisierte Zone wurde als Pufferzone geschaffen und steht unter Aufsicht der Ocker. Nur die Zeit wird das Zerwürfnis zwischen den Spezies heilen. Störsender. So, da ist der Störsender. Okay, das waren Minen, die ich nicht entdeckt habe. Noch irgendwo eine. Da. Dafür verantwortlich, dass hier all diese Container rumfliegen. Die sind wahrscheinlich von einem Langstreckenfrachter gefallen. Schildbrecher 10. Och nö. Was hatten wir hier noch? Schadensboost MK2. Schildbooster, aber Schadensbooster. Nope. Ist ja reichlich unschadet durchgekommen. Durch Sektor Nummer 2. Wow. Wir haben nicht genug Treibstoff für den nächsten Sprung an Bord. Oh, dann finde ich mal besser welchen. Yep. Geht
denn hier? Was ist das für ein Signal? Puh, was hat er mit mir gemacht? Okay, Treibstoff. Die haben bestimmt Treibstoff da hinten. Das ist auch Treibstoff. Da will ich nicht reinfliegen, da sterbe ich bestimmt. Das könnte unangenehm werden. Blöde Scanner-Drohne. Zurückschlagen. Und er tappt schon wieder raus. Das kann doch nicht wahr sein. Du solltest mit etwas mehr Weitsicht in solche Situationen gehen. Nee. Und du solltest ruhig sein. Aber wenn das Spiel raustappt, also wenn ihr diesen Bug kennt und eine Lösung, dann bitte einmal melden. Das würde mich echt interessieren. Kann ich jetzt schon springen hier mit 32 Sprit-Einheiten? Ja, Plasma brauche ich jetzt eigentlich nicht. Treibstoff. Treibstoff. Versuch's mal. Hier ist ein aktiver Sprungstörsender in der Nähe. Das ist ja nicht so gut. Dann tu etwas dagegen. Sensoren finde und gestört, deaktiviere ihn. Sprungantrieb Je stärker gestört. Das Signal ist, desto näher bist du dran. Coole Wolke. Gucken, was es hier zum Kaufen gibt. Zeitverzerrer, das ist ja geil. Was macht der? Verlangsamt einige Sekunden lang die Zeit, wobei dein eigenes Schiff von dem Effekt ausgenommen ist. Hm, das ist aber toll. Was kostet der? 750. Das ist eine einmalige Geschichte? Ja. Oder nö. Hm, den finde ich irgendwie cool. Oh, keine freien Slots. Ich will den ausbauen. Kann ich den Waffenbooster wegmachen? So, ich will dies hier haben. Ich sonst noch was? Dunkle Materie? Nö. Energiezellen. Neues Modul. Zeitverzerrer. Geil. X drücken dann. Okay. Ich spüre irgendwo Gegner. Ich höre es klopfen. Wow, es hat die Zeit verlangsamt. Geht das? Deines Gehirns, du nimmst die Lage jetzt in normaler Geschwindigkeit wahr, so wie ich. Daran könnte ich mich gewöhnen. Das ist ja richtig geil. Das gefällt mir.
Also wir müssen den Störsender finden. Mal wieder, da geht's nicht lang. Hier ist er auch nicht. Wo könnte der denn sein? Mein Gott, was man hier für geile Storys ausstrecken könnte aus diesem Universum. Das ist eine ehemalige Koloniestation, die nach dem Krieg mit den Ocker als Wrack aufgegeben wurde. Finde ich da drin irgendwas Interessantes? Möglicherweise. Meine Scanner weisen jedoch darauf hin, dass einige Systeme noch online sind, darunter auch die Sicherheitssysteme. Und ich hab's gewusst. Es gibt eben nichts geschenkt. Ich muss hier rein. Was ist das denn? Ist das eine GNB-Station? Das Teil da hinten. Okay, da komme ich so nicht weiter. Geht auch nicht kaputt. Ach, das ist der Störsender. Ach, mein Gott. Ich brauche gar nicht in die Station rein. Aber ich habe nicht genug Sprit. Das ist eher das Problem. Oder? Versucht zumindest zu springen. Nicht genug Treibstoff. Du hast nicht ausreichend Treibstoff, um sicher in den nächsten Orbit zu springen. Willst du dennoch versuchen zu springen und riskieren, dein Schiff zu beschädigen? Lass uns mal versuchen. Wer nicht wagt. Ne, Jungs und Mädels. Sekundärwaffen beschädigt. Das haben wir nun davon. Aber die können wir reparieren. Antrieb können wir nicht reparieren, aber den Rest konnten wir reparieren. Die Hülle auch. Hier ist nichts los. Wir gehen zum Sprungtor. Hier ist schon was los, aber ich würde schon gerne in Sektor 3.
Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Hier ein kurzer Break. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag und bis dahin. Tschüss.